Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Lohn, diesen Appell muss ich Ihnen leider gleich sozusagen schon wieder wegnehmen, denn der Antrag ist ja nicht anders zu lesen als in dem Satz, den die FDP-Fraktion ja schreibt, zukünftig eine wirksame Frauenförderung ohne das Instrument einer Frauenquote sicherzustellen. Das heißt nichts anderes als, die FDP-Fraktion will keinerlei Frauenquote. In Frage steht dann allerdings nach wie vor, was sie eigentlich mit der wirksamen Frauenförderung meint. Wir wissen alle, und das haben mittlerweile auch Politikerinnen und Politiker anderer Fraktionen, wie beispielsweise Frau von der Leyen gesehen, alles, was nicht eine Quote ist, ist weiße Salbe, weil es eben nicht wirksam ist. Und die Landesregierung hat dieses... Frau Kollegin, entschuldigen Sie, würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Lohn zulassen? Sehr gerne. Bitte, Herr Kollege. Ja, vielen Dank, Frau Paul. Nur um dieser Fehlinterpretation sei mal vorzubeugen. Ich sehe mich nicht unbedingt in der Pflicht, den FDP-Antrag zu verteidigen, aber aus der Begründung des FDP-Antrags geht ganz genau hervor, dass es eben nicht dieses Ansinnen ist, gegen jegliche Frauenquote zu sein, sondern es heißt dort klipp und klar, nicht akzeptabel sind aber Frauenquotenregelungen, die gegen die Verfassungsgrundsätze der Beförderung nach Eignung, Leistung und Befähigung sowie und so weiter Europarecht verstoßen. Also dagegen wendet man sich, nicht gegen eine Frauenquote an sich. Das war zwar keine Frage, Herr Kollege, aber gleichwohl. Möchten Sie dazu etwas sagen? Ich kann die Frage gerne anschließen. Haben Sie das verstanden? Das habe ich verstanden. Allerdings müssen Sie dann tatsächlich auch den Antrag im Ganzen lesen, denn das, was ich gerade vorgetragen habe, ist ein wörtliches Zitat aus dem Antrag. Und da steht wörtlich, zukünftig eine wirksame Förderung ohne das Instrument einer Frauenquote sicherzustellen. Also da ist meiner Ansicht nach keinerlei Interpretationsspielraum, welche Art von Frauenquote, sondern steht schlicht und ergreifend, die FDP-Fraktion will keine Frauenquote. Vielleicht das noch mal zur Klarstellung an dieser Stelle. Und wenn wir dann bei der Frage der Wirksamkeit und der Verfassungsmäßigkeit sind, dann sage ich Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP-Fraktion, die Landesregierung hat ein solches wirksames Instrument vorgelegt und es ist aus unserer Sicht auch verfassungsrechtlich so geboten und das ist die Frauenquote. Und die Notwendigkeit einer solchen Frauenquote, Herr Witzel, leitet sich ja nachgerade aus Ihrer eigenen Feststellung ab in Ihrem Antrag. Sie fordern nämlich eine diskriminierungsfrei agierende Landesregierung. Und da sage ich Ihnen, eine diskriminierungsbewusste Landesregierung handelt dann verantwortlich, wenn sie die Augen nicht vor Benachteiligung verschließt, sondern wirksame Maßnahmen gegen den Abbau dieser Benachteiligung ergreift. Das haben Sie doch eingefordert in Ihrem Antrag und das haben wir auch eingelöst. Liebe Kolleginnen und Kollegen, klar ist doch, dass der Frauenanteil trotz hoher Zahl in den Eingangsämtern mit zunehmender Hierarchiestufe systematisch abnimmt. Und wenn wir dann sehen, dass es eine systematische Abnahme gibt, dann ist doch nur festzustellen, dass diese Abnahme strukturell begründet ist. Und eine strukturelle Benachteiligung von Frauen, liebe Kolleginnen und Kollegen, verstößt gegen das Gleichstellungsgebot aus Artikel 3 Absatz 2, auch wenn Ihnen dieses Gebot nach wie vor nicht bekannt zu sein scheint. Es ist also verfassungsrechtlich nachgerade geboten, hier zu einem Ausgleich zwischen der besten Auslese nach Artikel 33 Absatz 2, was Sie richtigerweise einfordern, und dem Staatsziel der Gleichstellung der Frau durch die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken, diesem Ziel nachzukommen. Und Sie wissen genau, dass das nicht meine Worte sind, sondern das sind die Schlussfolgerungen von Professor Papier. Und aus unserer Sicht erfüllt die Quote genau diese Schlussfolgerungen. Und wie Sie, liebe... Nein, das ist so nicht gesagt. Das unterstellen Sie. Und es wird auch nicht richtiger dadurch, dass Sie immer wieder faktenfreie Dinge hier wiederholen. Dadurch wird es doch nicht besser und auch nicht richtiger. Und Sie schreiben doch in Ihrem Antrag die ungewöhnliche Rechtsauffassung der Landesregierung. Da will ich Ihnen doch noch mal ganz eindeutig sagen, auch wenn ich es schon 100-mal gemacht habe. Das, was Sie als ungewöhnliche Rechtsauffassung beschreiben, das ist aus unserer Sicht die Umsetzung eines Verfassungsgebotes, lieber Herr Witzel. Das sollten auch Sie vielleicht endlich mal zur Kenntnis nehmen. Und diese Debatte haben wir doch ähnlich schon geführt bei der Regelung, die bis zum 30.06. in Kraft getreten ist. Die vorher gültige Regelung wurde nämlich auch genauso debattiert wie die jetzige Regelung. Dort wurde auch über die Regelungskompetenz gestritten. Dort wurde über die Verfassungsmäßigkeit der Regelung gestritten. Diese wurde in Zweifel gezogen. Und trotzdem müssen wir feststellen, dass im Endeffekt diese Regelung damals einer Überprüfung durch den Europäischen Gerichtshof standgehalten hat. Es ist doch daher nur konsequent, wenn die Landesregierung jetzt richtigerweise ankündigt, diesen Weg auch diesmal beschreiten zu wollen, wenn dies notwendig ist. Und auch wenn die FDP das nicht hören möchte, ich will mich dann nur mal der Frauenministerin Steffens, die ja von Ihnen auch im Antrag zitiert worden ist, anschließen.
Denn Sie haben es gerade schon wieder gemacht und die Behauptung wird doch nicht wahrer dadurch, dass Sie gebetsmühlenartig hier vortragen. Die Behauptung, schlechter qualifizierte Frauen würden besseren Männern vorgezogen, das ist faktisch nicht richtig und das wissen Sie. Das wissen Sie und trotzdem formulieren Sie das jedes Mal wieder so. Das ist doch ein Schlag ins Gesicht aller qualifizierten Frauen. Diese Polemik, die Sie aufbauen gegen die Formulierung im Wesentlichen gleicher Eignung, also der Vergleichbarkeit und der Gleichwertigkeit der Gesamtbeurteilung, das reiht sich doch ein in eine ganze Abfolge von Anträgen, die Sie hier gestellt haben, die bestehende Benachteiligung von Frauen negiert. Und wir werden ja morgen noch ein ganz besonderes Kleinod haben, Ihres Feldzugs irgendwie gegen Genderwahn und so weiter. Und da frage ich mich doch allen Ernstes, Quo Vadis Bürgerrechtspartei?